Das kommt in Österreich nicht oft vor. Wenige Tage nachdem die Grünen den Rücktritt von Wolfgang Schüssel fordern, legt dieser tatsächlich sein Nationalratsmandat nieder. Als Folge der Telekom-Affäre, in die einige Minister aus den Regierungen unter Kanzler Schüssel verstrickt scheinen. Die Aufklärung der Vorwürfe soll durch seinen Rückzug erleichtert werden, sagt Schüssel heute in einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Als Schweigekanzler bezeichnet, macht Wolfgang Schüssel diesem Namen lange Zeit alle Ehre. Bis heute. Da meldet er sich mit einem Paukenschlag zurück. Dass ich mit Ende dieser Woche mein Abgeordnetenmandat zurücklegen werde. Damit enden 43 Jahre eines Berufspolitikers. Schon mit 23 ist Wolfgang Schüssel ÖVP-Clubsekretär, ab 1979 durchgehend Abgeordneter im Nationalrat, nur unterbrochen durch Minister- oder Kanzlerweihen. Schüssel gilt immer als taktierender Fädenzieher der ÖVP, sportlich und auch verbal nicht zimperlich. Der politische Höhepunkt: Als Dritter bei der Wahl lässt er sich von Jörg Haiders FPÖ zum Kanzler machen, sehr zum Groll des damaligen Bundespräsidenten. Das jahrelange Markenzeichen, das Mascherl, wird zur staatsmännischen Krawatte, neues Image als Schweigekanzler inklusive. Und genau diese 7 Jahre Wenderegierung unter Kanzler Schüssel erscheinen in der Telekom-Affäre in neuem Licht. Ich lasse mich nicht dafür verantwortlich machen, was ein Minister nach seiner Amtszeit geschäftlich, wirtschaftlich, kulturell, privat oder sonst wie macht. Das ist absurd. Aber er könne nicht ausschließen, dass sein Vertrauen missbraucht worden sei. Sein Rücktritt, so Schüssel heute mehrmals, sei keinesfalls als Schuldeingeständnis zu werten, sondern ein persönlicher Schritt. Er habe noch andere Funktionen als die reine Politik. Aber wie gesagt, Sie brauchen sich keine Sorgen machen um mich. Ich schaff's. Und ein politisches Da Capo könnte durchaus folgen, wenn in einem möglichen Untersuchungsausschuss die Telekom-Affäre nochmals aufgerollt wird.